Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, zu einem Thema, über das gerade die ganze Welt zu sprechen scheint. Überall ist es in den Medien, aber so richtig erklärt bekommt man es eigentlich nirgends. Fast nirgends, denn dafür bin ich ja da. Wie ihr es im Titel schon gesehen habt, geht es heute um den NSU-Prozess. Da schon mal die erste Frage. NSU, für was steht das überhaupt? Und warum ist dieser Prozess so wichtig? Es wird ja vom Jahrhundertprozess gesprochen, von einem der wichtigsten Gerichtsprozesse in Deutschland seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs und so weiter und so fort. Aber warum überhaupt? Das ist die große Frage, die ich versuchen will, jetzt in diesem Video zu beantworten in den nächsten Minuten. Wenn ihr selber noch Fragen habt, könnt ihr die natürlich gerne in den Kommentaren stellen. Aber ich hoffe, es bleibt keine Frage offen nach dem Ende dieses Videos. Wir starten mit der ersten Frage. Bei diesem Prozess geht es ganz grob gesagt um das, was der NSU getan haben soll. NSU, da haben wir sie auch schon, die Abkürzung. Das steht für Nationalsozialistischer Untergrund. Der Nationalsozialistische Untergrund, das war eine Terrororganisation, die in Deutschland unterwegs war und die verantwortlich sein soll für 10 Morde, für 2 Sprengstoffanschläge, für 15 Überfälle und verschiedene andere kleinere Straftaten. Dieser NSU, dieser selbsternannte Nationalsozialistische Untergrund, soll im groben Kern aus 3 Menschen bestanden haben. 2 dieser Menschen, nämlich Uwe Bönhardt und Uwe Mundlos, die sind mittlerweile tot. Die haben sich selbst erschossen, als sie von der Polizei umzingelt waren in einem Wohnmobil. Und der dritte Mensch, der lebt noch, das ist Beate Zschäpe. So wie sich das den Ermittlern darstellt, soll es so gewesen sein, dass die beiden Uwes, ich nenne das einfach mal ganz flapsig so, die Morde begangen haben sollen, beziehungsweise die ganzen Straftaten begangen haben sollen, und Beate Zschäpe soll sie dabei tatkräftig unterstützt haben, indem sie zum Beispiel dafür gesorgt hat, dass eine Wohnung da ist, dass Waffen da sind, dass Geld da ist. Also sie soll so die Frau im Hintergrund gewesen sein. Und genau darum geht es jetzt bei diesem Prozess, nachzuweisen, inwiefern Beate Zschäpe mit Schuld ist. Aber Beate Zschäpe ist nicht alleine angeklagt bei dem Prozess, sondern es sind auch noch 4 weitere Männer angeklagt. Diese Männer sind unter anderem angeklagt deswegen, weil sie Waffen beschafft haben sollen. Sie sollen falsche Dokumente organisiert haben und sollen einfach mit dazu beigetragen haben, dass der NSU seinen Terror begehen konnte. Diese Terrorakte, die sollen stattgefunden haben zwischen 2000 und 2006. Und auch danach soll es noch verschiedene Aktionen des NSU gegeben haben, verschiedene Überfälle und kleinere Dinge, aber keine Morde mehr. Das ist so das grobe Ding, um das es beim NSU-Prozess geht. Und die große Frage ist jetzt eben, inwiefern ist Beate Zschäpe schuld und inwiefern haben die anderen Mitschuld? Man muss aber auch sagen, bei dieser ganzen Geschichte, so genau weiß man es nicht, ob es nur diese wenigen Menschen gewesen sein sollen oder ob da noch viel, viel mehr Menschen eine Rolle gespielt haben sollen. Es wird mittlerweile auch vermutet, dass es ein ganzes Netzwerk gewesen sein soll, dass nicht nur 3 Menschen im NSU gewesen sein sollen, sondern noch viele mehr. Und was man auch sagen muss, der Verfassungsschutz spielt bei dieser ganzen Geschichte auch keine so gute Rolle. Es ist so, dass der Verfassungsschutz, das ist eine staatliche Organisation, die guckt, dass es keine Umtriebe gibt in der Gesellschaft, die den Staat stürzen wollen oder etwas gegen die Verfassung unternehmen wollen. Und dieser Verfassungsschutz, der hat auch Spitzel in verschiedenen Bereichen, auch im rechten Bereich. Und man sagt, dass der Verfassungsschutz indirekt den NSU unterstützt haben soll, ohne es richtig zu wissen oder mit Wissen. So genau weiß man das nicht. Das wird politisch auch aufgearbeitet. Aber darum, das ist ganz wichtig, geht es bei diesem Prozess nicht. Es geht also nur um diese 4 Leute und die große Frage, inwiefern haben sie Schuld? Und wenn sie Schuld haben, wie wird diese Schuld bestraft? Das ist es also ganz grob, um das es geht bei dem Prozess. Und darüber wird jetzt seit Montag verhandelt. Dieser Prozess ist vor allem aus einem Grund sehr, sehr wichtig. Es geht um Terror in Deutschland. Es ist ja nicht so, dass Deutschland ein Land ist, in dem ständig Terrorakte verübt werden oder in dem es tausende Terrororganisationen gibt. Zumindest weiß man das nicht. Es ist sehr selten, dass es hier Terrororganisationen gibt, die in Deutschland Anschläge verüben. Das letzte Mal, dass das im großen Stil passiert ist,
Das ist schon mehr als 20 Jahre her, sogar 30 Jahre her, als es richtig heiß herging, sogar 40 Jahre, wenn man will, nämlich zu den Zeiten der Roten Armee-Fraktion, der RAF. Das war eine linke Terrororganisation, die verschiedene Anschläge verübt hat, Menschen entführt hat, umgebracht hat und so weiter und so fort. Das war so die einzige richtige große Terrororganisation, die in Deutschland unterwegs gewesen ist. Danach kam erstmal nichts und jetzt eben der NSU, der politisch auf der genau anderen Seite steht, nämlich auf der rechten Seite, eine Nazi-Organisation, die es zum Ziel hatte, dem Staat zu schaden. Deswegen wurden ja auch Ausländer umgebracht, um halt dafür zu sorgen, dass Ausländer sich nicht wohlfühlen in Deutschland, dass sie sogar das Land verlassen vielleicht und um einfach für Unsicherheit, für Unfrieden in einem Land zu sorgen. Wie Terror insgesamt definiert wird, dazu habe ich euch in der Infobox was verlinkt, da könnt ihr euch das nochmal anschauen. Deshalb ist das so wichtig, weil man sagt, das hat es lange nicht gegeben. Vor allem eine rechte Terrororganisation hat es so in der Form noch nie gegeben in Deutschland. Deswegen wird nicht nur in Deutschland drauf geschaut, sondern auch in der ganzen Welt, zumal ja Deutschland in Sachen Nationalsozialismus eine ganz schlimme Vergangenheit hat und deswegen gucken auch andere Länder sehr genau drauf und schauen jetzt, oh je, kann sein, dass da in Deutschland wieder irgendwann so eine nationalsozialistische Ideologie um sich greift oder war das ein Einzelfall? Gerade deswegen hat dieser Prozess einen so hohen Stellenwert und wird wirklich sehr, sehr genau beobachtet. Außerdem ist es so, dass, als noch nicht bekannt war, dass der NSU hinter den Morden steckt, vermutet wurde, dass die türkische Mafia dahinter steckt. Und die Angehörigen der Opfer, das muss man sich mal vorstellen, die haben gerade ihren Vater verloren, ihren Ehemann, ihren Onkel. Die wurden verhört dahingehend, dass ihnen unterstellt wurde, ihr Familienangehöriger, das Opfer, war Mitglied der Mafia. Also da hat man ganz, ganz lange Zeit in eine falsche Richtung ermittelt und allein deswegen ist dieser Prozess auch eine Art Wiedergutmachung für diese Angehörigen der Opfer, weil man sagt, das ist wirklich eine Unzumutbarkeit gewesen damals, dass ja, sie so mit in Verdacht gezogen wurden. Also erstens, Terror in Deutschland, das gibt es selten, deswegen ist dieser Prozess wichtig. Dann schaut die ganze Welt drauf, Stichwort Nationalsozialismus und drittens, Wiedergutmachung, zumindest ein Stück weit, für die Angehörigen der Opfer. Aus diesen drei Gründen ist der Prozess sehr wichtig. Und übrigens, das kann man an dieser Stelle auch noch sagen, der Prozess findet deswegen in München statt, weil von diesen 10 Morden 5 in Bayern begangen wurden. Und deshalb ist das Oberlandesgericht München dafür auserkoren worden, diesen Prozess stattfinden zu lassen. Deswegen wird dort verhandelt. Tja, wenn ich das wüsste, dann würde ich jetzt nicht hier sitzen, sondern dann würde ich als Richter in München sitzen, wobei selbst die Richter wissen höchstwahrscheinlich noch nicht genau, wie es ausgehen wird. Der Bundesstaatsanwalt hat auf jeden Fall die Anklage erhoben, der wurde stattgegeben. Das bedeutet schon mal, dass die Richter in München zumindest die Vermutung haben, dass Beate Zschäpe und diese 4 Männer, die mit angeklagt sind, dass die irgendwie damit involviert sein sollen und dass es dann eine Möglichkeit gibt, sie zu bestrafen. Ansonsten hätte das Gericht gesagt, nein, wir lassen die Anklage gar nicht zu. Insofern ist davon auszugehen, dass es eine Bestrafung geben wird. Wie diese Bestrafung ausgeht, das hängt jetzt davon ab, wie die nächsten Wochen, Monate und vielleicht auch Jahre laufen. Das wird ein sehr, sehr langer Prozess. Allein die Anklageschrift hier umfasst 488 Seiten. Es war ursprünglich mal davon ausgegangen worden, dass dieser Prozess so im Januar 2014 vorbei ist. Mittlerweile sagt man vielleicht auch erst im April oder Mai. Also das ist unglaublich lang. Es werden viele Zeugen verhört, Beweise gesichtet, die Verteidigung wird natürlich gehört und so weiter und so fort. Also das ist ein Riesenkraftakt, der da gestemmt wird in München am Oberlandesgericht und deswegen weiß man A nicht, wie lange es geht und man weiß auch B nicht, wie es ausgehen wird, logischerweise, sonst würde ja auch kein Prozess geführt werden. Aber was wahrscheinlich ist, ist, dass man Beate Zschäpe zumindest Beihilfe zum Mord anhängt. Das würde dann bedeuten, dass sie die Mörder nicht aktiv unterstützt hat, dann wäre sie Mittäterin, dann würde sie zu lebenslänglicher Haft verurteilt werden, wenn ihr zumindest Beihilfe am Mord nachgewiesen werden kann. Dann wird sie ein bisschen geringer bestraft, aber hat auf jeden Fall auch eine lange Haftstrafe vor sich. Und Beihilfe zum Mord, das könnte auch das Urteil sein über die 4 Mitangeklagten. Aber wie gesagt, so genau weiß man das noch nicht. Es ist natürlich auch möglich, dass es am Schluss einen Freispruch für alle gibt, in Mangel an Beweisen.
Jetzt am Anfang ist das Ganze noch ganz groß, alle gucken drauf und so weiter und so fort, aber ich denke mal, in spätestens ein paar Wochen, da wird niemand sich mehr wirklich für den Prozess interessieren, es sei denn, es gibt neue Erkenntnisse und dann wird erst, wenn das Urteil kommt, dann werden wieder alle drauf schauen und dann ist es wieder spannend. Ich habe euch in der Infobox nochmal viele Infos verlinkt, dafür ist die Infobox ja auch da, wie der Name schon sagt, und wie gesagt, wenn ihr noch Fragen habt, stellt sie mir gerne in der Infobox. Ich hoffe, das hat so zu einer groben Einordnung zumindest mal geholfen. Zum Schluss möchte ich euch noch auf das hier hinweisen. Das hier ist ein Ausschnitt aus einem Video, das der NSU gemacht hat, in dem er ja diese Morde lustig auf die Schippe nimmt, was an sich schon sehr makaber ist. Es ist ein technisch ganz gut gemachtes Video und das ist so ein Bekennervideo, mit dem der NSU gesagt hat, wir waren es, die Menschen da umgebracht haben. Einfach damit ihr da auch nochmal einen kleinen Einblick bekommt. Das war's. Vielen Dank euch bis hierhin fürs Zuschauen. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, eine schöne Restwoche und dann sehen wir uns am Sonntag wieder zum Wochenrückblick. Bis dann. Tschüss.